Hallo liebe Schüler, in diesem Video werde ich euch also erklären, was ein Bruch ist. Ich habe euch ja schon gesagt, ich war in der Käserei und da gab es ganz viele Käseleibe, ganze Käseleibe, so ein richtig großer, die kann kein Mensch ganz alleine essen. An was erinnert uns das? Ja, das sind die Menge der natürlichen Zahlen inklusive der Null. Also 0 Käseleibe, 1 Käseleib, 2, hier sind es massig viele. So, einer ist mir schon zu viel. Also irgendwie brauche ich etwas, was kleiner ist als 1. Von den natürlichen Zahlen würde das heißen 0. Ja, aber ich will Käse. Ja, ich will nicht 0 Käse, aber ich will auch nicht einen Käse. Also muss es eine Zahl geben, die dort dazwischen liegt. Und das ist ein sogenannter Bruch oder man sagt auch Bruchteil. Ihr habt ja schon in der Hausaufgabe ein paar gefunden, die man als Brüche nennen kann. Ich will euch jetzt zeigen, wie man so aus einem Käse einen Bruchteil macht. Und zwar habe ich jetzt erstmal so einen Käseleib gezeichnet. Also ist ein bisschen unhandlich geworden, weil ich nicht einen schönen Zirkel genommen habe, aber ich habe einfach mal skizziert, das ist ein Käseleib. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ich will ja, dass das einen bestimmten Bruchteil hat. Also ich will nur einen Teil davon. Also nehme ich diesen ganzen, diesen einen Bruch oder diesen einen Käseleib und unterteile den in 4 gleich große Teile. Man mag jetzt sagen, es ist ein bisschen schnörkelig geworden, das sind zwar nicht ganz gleich große, aber man stellt sich das vor, 4 gleich große Teile. Das heißt, hier habe ich 4 Teile draus gemacht. Ich hätte natürlich auch 8 Teile draus machen können, aber warum habe ich 4 Teile draus gemacht? Naja, weil ich genau eines von diesen 4 Teilen reicht mir. Also ich will dieses Teil hier mitnehmen. So, das ist jetzt aber nicht mehr ein ganzes, ein ganzer Käseleib, sondern ist nur noch ein Teil von diesem ganzen Käseleib. Und diesen Teil nennt man ein Viertel. Warum nennt man den ein Viertel? Weil es 4 Teile sind und ich einen davon nehme. Hätte ich jetzt zum Beispiel 2 von diesen genommen, dann wären es 2 Viertel. Und hier sind wir tatsächlich beim Bruch. So wird das nämlich geschrieben. Ein Viertel. Ein Bruchstrich, das ist das, was in der Mitte steht. Das, was unten steht, sind die gleich großen Teile, die ich unterteilt habe. Also in dem Fall waren es 4. Und das, was oben steht, das sind die benötigten Teile oder die Teile, die ich anschaue. Also in dem Fall war das einer, den ich anschaue. Hätte ich jetzt 2 davon haben wollen, wäre oben 2 gestanden. Und trotzdem wären es Viertel. Hätte ich das Ganze in 8 gleich große Teile unterteilt, hätte ich hier unten 8 stehen. Man merkt schon, bei der Aussprache haben wir auch schon gelernt, man liest es von oben nach unten, ein Viertel, also ein Viertel. Wären es eben 8 Teile gewesen, ein Achtel. Das, was oben steht, nennt man den Zähler. Das, was unten steht, nennt man den Nenner. So etwas muss man einfach auswendig lernen. Unten im Übrigen darf nie die Null stehen, denn ich kann eine Käse ja nie in 0 gleich große Teile zerteilen. Das funktioniert nicht. Also, das ist das, was wir jetzt bisher gelernt haben. Zähler, Bruchstrich, Nenner ergibt zusammen einen Bruch. Ich habe euch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Hier eine Tafel Schokolade, die ist wunderbar zerteilt worden in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gleich große Teile. Das heißt, ich weiß schon, dass unten im Nenner 8 stehen muss, weil es 8 gleich große Teile sind. Jetzt ist die Frage, wie viel ich betrachte. In dem Fall betrachte ich oder benötige ich diese 3 hier unten. Die will ich essen. Das heißt, mein Bruch lautet in dem Fall 3 Achtel. 3 Achtel sind also quasi dieser eingerahmte Bereich. Ich zähle insgesamt immer, wie viel es gleich große Teile gibt und dann, wie viel ich davon betrachte. In dem Fall 3 Achtel. Hätte ich jetzt zum Beispiel die auf der linken Seite hier betrachtet, wären es 4 Achtel. Ich hätte natürlich auch anders unterteilen können, aber das Wichtige ist immer, ich muss es in gleich große Teile unterteilen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass ein Bruchteil immer ein Teil eines Ganzen ist. Also zum Beispiel von einem ganzen Käseleib oder von einer ganzen Tafel Schokolade. Dann gilt es, dieses Ganze in gleich große Teile zu unterteilen. Und das ergibt den Nenner, also das, was unten steht. Viertel haben wir gelernt, Achtel haben wir gelernt, werden noch weitere kennenlernen. Und das, was ich betrachte, also beim Käse jetzt hier oben das Viertel oder diesen einen Teil, das steht dann im Zähler als 1. Bei der Schokolade hier drüben waren es 3, also 3 Achtel. Was müssen wir können zur nächsten Stunde? Was ist ein Zähler? Was ist ein Nenner? Was ist ein Bruchstrich? Und was darf nicht im Nenner stehen? Bis dann! Abschreiben müsst ihr diesen Hefteintrag, also das, was jetzt hier drin steht. Skizzieren, ihr könnt statt der Tafel Schokolade, könnt ihr natürlich auch einfach Kästchen zeichnen. Dann aber bitte richtig einteilen, sodass es gleich große Teile werden.
Der Hefteintrag kommt ins Themenheft. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!